Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Factorio. Ja, letzte Folge habe ich mich ja hier ein bisschen begnügt mit der Geschichte mit den Hydrazin-Generatoren. Und naja, ich habe mich dort ein bisschen, ein bisschen fehlgeschätzt mit der ganzen Geschichte hier. Aber wobei, Hydrazin, 72.000 leert sich, füllt sich, leert sich. Also ich denke mal eher, das Ganze leert sich etwas. Da muss ich wahrscheinlich, wenn die hier den Geist aufgeben, dann habe ich ein kleines Problem mit Hydrazin, weil der Verbrauch, der wird immer höher, höher, höher. Also da komme ich mit den paar Sachen nicht mehr zurecht. Entweder muss ich dann mehr auf Solarenergie gehen, was ja eher, naja, gut, sag ich mal, so ein kleines Ziel von mir ist. Ich weiß nicht. Also die Hydrazin-Generatoren, naja, bringen, also die schwanken eher sehr, sehr stark vom Strom her. Gut, ich habe jetzt hier 5000 Solarpanelen mit fast 1 Gigawatt Leistung. Und ich weiß nämlich nicht, wie sich das, ja, speichert doch ab, dankeschön, wie sich das jetzt hier verhält. Aber wie gesagt, das Hydrazin geht leer. Oder es liegt auch daran, dass hier die Kollegen, sag ich mal, naja, auch sehr, sehr viel Hydrazin brauchen, sondern 160 Stück. Und wenn allen gar toujours durchlaufen, ja. Wieso startet ihr nicht? Habt ihr keine Raketen? Nein, habt ihr nicht. Raketen-Satelliten. Das heißt, ich muss ja wieder welche produzieren. Wie viele habe ich denn von den Teilen? 1000? 1000? Okay, ich brauche Satelliten. Wir brauchen Satelliten. Hab ich dort nicht noch welche was fertig gemacht mit Radaren und Co? Ich glaub's nicht, nee. Doch, hier, Radare. Was fehlt dir? Raketensteuereinheiten. Wieso werden die hier so langsam hergestellt? Raketensteuereinheiten sind hier. Euch fehlt Lützin. Hier, die stellen Lütt-Legierung her und eins unten drunter müsste noch Lützin sein, ne? Genau. Okay, das bedeutet, habt ihr hier noch irgendwo eine Abzweigung? Ja, eine einzige. Naja, gut, okay. Kein Wunder, dass es hier so langsam geht. Jetzt muss ich mal nachschauen. Hä? Ach, ihr werdet schon nicht mehr benutzt? Genauso wie hier die Widerstände, die werden auch nicht mehr benutzt. Okay, dann würde ich doch glatt sagen, haben wir schon das nächste, was wir hier abreißen können. Und zwar den hier. Stopp. Bevor ich das hier tue, mache ich das erstmal. Na, falsch rum. Tue ich das oben kappen. Nämlich hier. Und dort mache ich dann Anbieterkisten hin. Aber wobei, Anbieterkisten. Ja, holen wir mal die Standarddinger. Und dann muss ich dann Stapelgreifarme dort hinein tun, weil die Stellengreifarme, die packen das irgendwie nicht, habe ich das Gefühl. So, Stapelgreifarme, ja, habe ich auch nur noch ein paar Stück da. Und dann müsste ich hier noch das Ganze noch automatisieren. Also alleine schon das ganze Harz, das, also die Fließbänder kommen dann wahrscheinlich nicht mehr hinterher. Würde ich auch mit den Roboter anliefern lassen. Hab ich hier noch ein paar Roboter, Logistikroboter? Ist die Frage, haben die hinten noch welche produziert? Ja oder nein? Lass mal nachschauen. Er hat mir keine mehr produziert, weil, ah ja, die Fusionsreaktoren, die fehlen. Okay, gut. So, dann hätten wir den hier weg. Da kann ich euch ja abreißen. Sopp, weg mit euch.
bisschen FPS sparen. So. Ja, ich könnte auch die Roboter nutzen, ich weiß. Aber viel zu faul dafür, weil ich irgendwie von Hand irgendwie ein bisschen schneller bin. Keine Ahnung. So. Das habe ich bestimmt wieder einige Roboter wieder eingesammelt. War Roboter im Café? Ne, ich habe keinen einzigen Roboter eingesammelt. Das gibt's nicht. Das ist eine Lüge. Okay, dann müssen wir das hier noch einmal mit denen. Den hier noch verändern. Ja, war ja klar, dass die nicht mehr ausreichen. So, und dann müssen hier noch die hinein und die hinein. Und dann kommen die hier nicht mehr hinterher. Sehe ich jetzt auch schon kommen, dass ich das Ganze hier noch automatisieren muss. Wobei, haben die noch hier noch irgendwo eine Abzweigung? Nee, ne? Da könnte ich die eigentlich auch schon per Roboter anliefern lassen. Die Lötlegierungen. Das machen wir auch. Alles schön mit Robotern, wobei. Oh Gott. Die Setzer schon kommen. Die kommen nicht hinterher. Ich muss hier alles mit Robotern machen, wie es aussieht. Selbst das Blei kommt nicht mehr hinterher. Hätte ihr unten schon voll? Dann ist es ja so. Da muss ich ja das Harz natürlich ja auch noch. Ich glaube, ich habe aber für Harz aber keine Anbieterkisten. Muss ich das auch noch von Hand noch, beziehungsweise nochmal hochrennen, dass sie das dort einfügen. Na ja, gut. Dann ist es halt so. Machen wir noch ein paar Greifarme fertig. So. Doch, Harz habe ich unten, da habe ich auch Kisten stehen. Doch, ja, stimmt. Die richtigen Kisten, die blauen. So, dann muss man das Ganze hier noch einmal 500. 500. Sind erstmal wieder die ganzen Roboter hier überlastet. Naja gut, wobei es geht. Da muss ich halt nur noch das Blei und das Zinn noch irgendwie noch anliefern. Besonders Blei. Aber wieso ist das so? Ach so, ja, gut, okay. Frage beantwortet, wieso das so langsam ist. Ist die Frage. Ich habe, glaube ich, keine großen Tunnels mehr. Die Frage euch, kann ich da eigentlich auch doch hier. Komm, ich reiß euch ab. Hier die ganzen Lötlegierungen, die könnte ich dann praktisch gesehen ja wegschmeißen, da ich die ja nicht mehr nutze. Zap. Lötlegierung, alles weg, alles weg. Hier, Lötzinn weg. Das weg. Ich bekomme eh wieder welche geliefert, also gut, wobei 5000 Stück, ja. Das. Achso, das wollt ihr nicht haben. Okay. Das kann man auch wegmachen. So, was haben wir hier noch? Ja gut. Harz. Okay, da müssen wir halt ein bisschen verschnellern. Definitiv verschnellern. Okay, das geht mit den Fließbändern, beziehungsweise mit den Teilern. Aber wobei, die Teilern brauche ich ja hier eh nicht, weil die ja. Oh, ist das die Frage? Gut, okay. Ne, gut.
Es hat so nicht hingehauen, wie ich es mir gedacht habe. Weil hier kommen wir eh. Ach komm, weißt du was? Ich mach das oben. Ich reiß das mit dem Harz auch ab. Dass sie das oben dann komplett fertigen. Ja, genau. Habe ich hier noch die einfachen Greifarme? Anbieterkisten. Weil dort kann ich nämlich auch die Stapelgreifarme benutzen. Und dann kann man hier das Abrissbench holen. Nein, nicht drauf gehen. So, der Rest kümmern sich die anderen Roboter drum, die wo ich irgendwo hier rum sitzen habe. Oh, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Dass ich hier nichts was anderes wegmache. So, dann hätten wir das weg. Dann hätten wir das weg. Vielleicht kann ich noch ein paar FPS noch rauskitzeln. Aber ich brauche definitiv viel, viel mehr Roboter, die dann das ganze Zeug hier liefern. Energie, naja, gut, sieht noch ganz gut aus. Ich habe ja, glaube ich, zwei Reaktoren drin, ne? Ne, einen? Oh. Hab nur einen einzigen Reaktor. Da kommen die nächsten Roboter. Weg sind sie. Ansonsten. Logistik war noch das andere gewesen. Ne? Logistik. Muss ich mal gerade meiner Fusionsbetriebene. Ich habe keine hier an Bord, wie es aussieht. Nee. Okay, gut. Dann hätten wir oben. So fehlt hier Kupfer. Wieso fehlt dir hier Kupfer? Das wollte ich jetzt ja nicht tun. Ach so, ja klar. Kein Wunder, dass das nicht geht. Ja, jetzt. Jetzt wird auch hinten wieder. Ich habe, glaube ich, schon ein bisschen was drin, ne? Ein bisschen viel an Bronzeplatten. Okay. Was hätte ich da noch zum Wegschmeißen? Beziehungsweise hier, Harz weg. Das weg. Und dann brauche ich, müsste ich das quasi nur noch das Blei hier anliefern können. Dass das auch wieder fertig ist. Wer weiß, was ich mit euch mache. Ich verstelle euch mal. Oh. 14, 52, ja gut, okay, passt. Da muss ich jetzt nur das Blei. Habe ich sonst noch irgendwo eine Anwendung dafür, für das Blei? Ja, hier unten, ne. Puh. Noch bekomme ich ja Blei angeliefert. Dann würde ich sagen, wir machen hier 50er Tunnels draus. Wo habe ich die jetzt da hier? Okay, reicht nicht. Eins, eins, zwei, drei. So, und dann sollte das ja eigentlich. Naja. Hätte mir mehr erhofft.
Wie mache ich denn das am besten? Dann mache ich hier die erste. Komm, ich mache hier die ersten zwei. Mit Dings. Mit Kisten. Dass die das angeliefert bekommen. Ja, stopp. Falsche Kiste. Falsche Kiste. Ich sehe schon ein Problem mit Nizinol. Also hier mit den weißen Platten. Da stimmt wieder was nicht. Irgendetwas fehlt hier. Irgendetwas fehlt hier. Und was fehlt hier? Ja, Holz, ne? Beziehungsweise. Ja, dort fehlen die. Das Harz. Das Harz, das Harz, das Harz. Und zwar Anforderungskiste. Und zwar hier einen. Dann suchen wir hier mal das Harz raus. Harz, Harz, Harz. Und bitte mal 1000 Stück. Weil da können die nämlich weiterarbeiten. Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet, dass dort noch eine Abzweigung war, dass die mir noch Harz anliefern. Sonst hätte es hier ein kleines Problem gegeben. Das Harz sperre ich mal. Weil die fressen mir hier alles weg, das ganze Holz. So, was habe ich ja noch? Jetzt muss ich nur noch das Blei noch anliefern. Hier, die Kisten, die können vorlaufen, das ist mir eigentlich egal. Dann reiße ich euch wieder ab. Die Teile muss ich jetzt hier nochmal anders einsetzen. So, bopp, bopp. Dass die wieder vierspurig sind. Dann kann ich das hier wieder abreißen. Weg mit euch. Oh Gott. Habe ich hier noch irgendwo noch eine Abzweigung für die hier? Nee, ne? Doch, hier unten. Und hier. Ja, euch brauche ich, euch brauche ich. Da kann ich euch ja doppelt legen. Kann ich euch ja doppelt legen. Dann kann man das hier wegmachen. Und das hier wegmachen. Dann Anforderungskisten, dann muss ich das noch einmal die Greifarme, also die Stapelgreifarme verlängern. Da ist. Ach je, oh je, oh je. Doch hier. Ich habe noch verdammt viele von den Teilen. Werden sie mir doch angezeigt. Habe ich das doch irgendwie verpeilt. Hoppeter Port. Wo ist denn der? Ja. So. Dann schalten wir noch einmal. Ja, du hast keinen Strom. Dann bekommst du jetzt auch Strom. Dann muss ich schon mal den GUI einschalten. Aber eins hoch. Ja, das war, glaube ich, einer zu viel. Ne. Und zwei runter. Und zwar, was bekommst du wieder? Blei, ne? Bleiplatten. Nehmen wir bitte mal 500 Stück. Ja, okay, das passt. Noch ein paar Greifarme. Bop, bop, bop. So. Okay. Kann ich wieder die GUI-Geschichte ausstellen. Hopp, aus mit dir. Und dann euch hier mit einfügen.
Dann sollte wieder Lötlegierung hergestellt werden. Verdammt viele, aber hey. Cool. So, das hätten wir. Das hätten wir, definitiv. Okay, dann würde ich sagen, war es das gewesen mit dieser kleinen Folge. Und wir sehen uns dann zum nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Tschüss.